Diese Jacke ist angeblich eine Revolution. Der Clou? Sie ist beheizbar und sie lässt sich mit einer App steuern. Und man kann mit ihr sogar das Smartphone aufladen. Funktioniert. Vielen Dank. Ein Must-have also in diesem Winter. Und meine Kollegin Funda hat die Jacke mal für uns getestet. Mega. Es ist warm. Es ist überraschend warm. Die Heizstäbe sind hier oben. Diese Hightech-Jacke aus Großbritannien ist smart und beheizbar. Also besser als unsere normalen Winterjacken? Galileo-Reporterin Funda van Roy macht den Check. Winterjacken gibt es ja in allen möglichen Ausführungen. Vor allem aber sind das solche Marshmallow-Dinger. Da kommt man sich echt immer ganz schön dick vor. Jetzt soll es aber eine Jacke geben. Die soll dünn sein wie so ein Herbstjäckchen, aber genauso warm halten wie diese dicken Dinger. Zu kaufen gibt's das gute Stück online. Erster Eindruck, da steckt Technik drin. Anders als bei normalen Jacken sind in diese Heizzonen integriert. Was heißt jetzt heiß? 50 Grad heißt heiß, das ist wirklich heiß. Und das in sage und schreibe 6 Minuten. Das ist schon recht flott. Die gewünschte Temperatur lässt sich via Bluetooth über eine App einstellen. Den Strom dafür zieht die Jacke über eine stinknormale Powerbank. Kostenpunkt? 250 Euro. Schon teuer, aber so viel kostet eine gute Winterjacke auch schon mal ohne Extraheizung. Ja, bestelle ich jetzt in Orange. Ich finde das eine schöne Farbe. Es dauert 3 bis 5 Tage, bis die Jacke da ist. Et voilà, bestellt. Der Versand ist sogar kostenlos. Schon nach 3 Tagen ist die Jacke für unseren Test bereit. Oh, schöne Farbe. Genau wie auf dem Bild. Was sofort ins Auge fällt? Kleine Buttons außen an der Jacke. Die steuern die Heizelemente an Bauch und Rücken, auch ohne App. Die Powerbank kommt halb geladen. Damit könnte Funda schon mal 2 Stunden rumlaufen. Wir testen den Akku aber voll. Heißt, erstmal an die Steckdose. Funda besorgt sich noch die passende App. Die gibt es sowohl für Apple als auch für Android-Nutzer. Das Koppeln von Jacke und App geht easy über Bluetooth. Sensoren in der Jacke messen die Innentemperatur. Die App erwärmt schon mal die Bauchgegend der Jacke. Hier wird's auf jeden Fall schon wärmer. Trotz Elektronik ist die Jacke super leicht. Sie wiegt nur 500 Gramm. Ja, man merkt es von außen gar nicht so dolle, sondern von innen, wenn man reinlangt. Powerbank stört mich ein wenig, muss ich zugeben. Also das ist ein bisschen eng hier drinnen. Also Pulli würde ich wirklich da nicht anziehen. Darum testet Funda die Heizjacke ohne Pulli. Dünner Anorak, dünnes Shirt. Reicht das im Winter draußen aus? Funda macht den Straßencheck. Großer Vorteil, selbst während die Jacke heizt, kann Funda ihr Smartphone an der Powerbank laden. 3 Temperaturen lassen sich über die App einstellen. Ich habe das jetzt mal auf mittlerer Stufe eingestellt und es ist wirklich kuschelig warm unter der Jacke. Und man darf nicht vergessen, ich trage ein T-Shirt drunter und wir haben es wirklich kalt hier draußen. Mittlere Stufe heißt 45 Grad, kleinste 40, höchste 50 Grad. In der Stadt bei minus 1 Grad hält die Jacke Funda warm. Aber wie ist das bei extrem kalten Temperaturen? Das wollen wir in einer Kältekammer testen, bei minus 25 Grad. Kann die smarte Heizjacke dieser Eiseskälte trotzen? Für den Extremtest darf sich Funda natürlich mit Stiefeln, Mütze, Schal und Handschuhen einpacken. Los geht's! Die Heizjacke läuft jetzt auf vollen Touren und minus 25 Grad, da traue ich mich jetzt rein. Mal schauen, wie lange ich es da aushalte. Klar, minus 25 Grad sind nicht typisch für einen deutschen Winter. Aber wenn die smarte Heizjacke hier warm hält, taugt sie auch für den langen Schneespaziergang. Nach 10 Minuten Eiseskälte. Ich bin normalerweise so eine Frostbeule und im Moment geht's noch. Also es ist echt okay. Also da sieht mein Redakteur gerade noch ziemlich verfroren aus im Gegensatz zu mir. Und der hat eine echt dicke Jacke an. Für den Test hat Funda die Jacke auf die Höchsttemperatur von 50 Grad eingestellt.
Nach weiteren 10 Minuten erlösen wir sie. Wow! 20 Minuten bei der Eiseskälte. Minus 25 Grad. Und was friert? Auf jeden Fall nicht der Teil meines Körpers, wo die Jacke drauf ist. Das ist nämlich wohlig warm. Aber wie genau heizt die Jacke? Flexwarm heißt das Zauberwort. Es ist ein neuartiges Heizsystem für Textilien. Im Kern besteht es aus einem Heizelement, das sich in 3 Stufen auf 40, 45 oder 50 Grad einstellen lässt. Ein flexibler Film um diesen Heizkörper macht das Heizelement knicksicher sowie wasserdicht. Und so die Jacke waschmaschinentauglich. Zusätzlich sorgt eine weitere Außenschicht, wie bei einer Wärmflasche, dafür, dass die Wärme gleichmäßig abgegeben wird. Funda interessiert sich für das Innenleben der Jacke. Sie ist mit Andreas Breitfeld verabredet. Der kennt sich aus mit smarter Technologie in Klamotten, denn er hat selbst schon mit beheizbaren Jacken gearbeitet. Das eine, was sie sehr clever gelöst haben, ist, dass sie vom Aufbau, jetzt einfach mal vom Anfühlen her, eigentlich eine sehr leichte, gut isolierende Zwischenjacke konstruiert haben. In der Regel ist es eine Hohlfaser, so was Ähnliches wie eine synthetische Watte. Das heißt, das Jäckchen hält schon mal per se ein bisschen warm. Die Heizelemente selbst sitzen am Bauch sowie am oberen Rücken und sind nur 0,5 mm dick. Der Experte bewertet auch die Powerbank, ein handelsüblicher 5-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Dass der explodiert, ist quasi unmöglich. Kann die Jacke trotzdem gefährlich werden? Wie steht's denn hier um Themen wie Elektrosmog zum Beispiel? Sagen wir mal so, aufgrund der relativ geringen Leistung, die die Jacke zum Heizen verbraucht, glaube ich, dass der Elektrosmog, den sie produziert, anders als bei einer Autositzheizung, wo das Ganze durchaus schon bedenklich sein kann, wenn man zu viel drauf sitzt, da wirklich zu vernachlässigen ist. Die Technik ist also unbedenklich. Zu kaufen gibt es die Jacke in insgesamt 6 Farben. Aber würden sich die Galileo-Zuschauer so eine smarte Jacke zulegen? Überraschend warm. Wäre das was für euch? Ich bin nicht so der Fan von dicken Jacken, also dementsprechend wäre es eine Überlegung wert. Ja, ich glaube, für mich, also ich fühle mich nicht wohl mit der Elektrik am Körper. So. Also mir steht es auf jeden Fall angenehm. Ja, mir auch. Ja, auf jeden Fall doch. Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade einen Tausch gemacht. Ich behalte die Jacken von voll den beiden. Gern. Ja, und die nehmen die mit, oder? Eine Frage bleibt aber noch. Wie lange hält der Akku der Jacke? Nach der Doppelbelastung mit Heizen und Smartphone-Laden ist nach 4 Stunden Schluss. Für Funda kein Problem. Sie nutzt die Aufladezeit zum Kaffee trinken. Nach einer Stunde ist der Akku wieder fit für den Heimweg. Total cool finde ich die Jacke. Also allein schon deswegen, weil ich sie mit der App dann steuern kann und ziemlich genau einstellen kann, bei wie viel Grad ich die haben möchte. Also würde ich mir die ehrlich gesagt sogar kaufen, dann aber in eine Nummer größer und mit einem Pulli drunter, weil an den Armen wird es dann doch nach einer Weile ein bisschen kühl. Unser Fazit: Für 250 Euro ist die smarte Heizjacke kein Schnäppchen. Aber sie hält warm, ist ultraleicht und easy zu bedienen. Wen es nicht nervt, zwischendurch den Akku zu laden, für den ist sie eine echte Alternative zur dicken Winterjacke.